ab, Leute? Willkommen zu keinem Zombie-Video, sondern kurze Anmerkung. Insbesondere zu Zombie-Videos. Und zwar, das ist gerade irgendwie so ein scheiß Bild hier, ich weiß, aber... Na, vielleicht mache ich auch ein neues, vielleicht auch nicht, obwohl ich gar keinen Bock gerade drauf habe. Ich habe eine Anmerkung zu sagen. Und zwar kam ja nun letztens, vor eine Woche, vor zwei Wochen, egal... Erst das letzte Zombie-Video, was ziemlich, ja, wieder ein bisschen länger her ist. Das hat natürlich auch einen Grund, warum ich dann so mit der Aktivität ein bisschen weiter zurückgegangen bin. Ich habe im Offscreen sozusagen, so eine Klammer, in der realen Welt habe ich ein bisschen was gearbeitet. Und zwar, oh, sorry, habe ich mir doch mal gedacht, ich habe ja noch damals diesen Ursprung der Zombie-Videos gemacht. Mit dieser ganzen Geschichte und bla bla bla, Richtofen hier, Richtofen dort und Geschieße dort und Dempsey hier. Ich nehme auf, Mädchen. Wie viele Kartoffeln willst du mir noch einwürgen? Ach, Apfelsine. Sieht für mich ja wie eine Kartoffel aus. Okay. Verdammt, Leute. Ja, Ursprung der Zombie-Videos. Und da haben mich ja viele Leute angesprochen, weil es ist ja nicht komplett, leider. Darum habe ich mir natürlich jetzt was Neues einfallen lassen. Und zwar... habe ich mir gedacht... Machst du ein neues Video? Nein, habe ich jetzt nicht gemacht. Machst du was anderes? Und zwar, ich mache eine Homepage. Und zwar eine Wikia. Eine Wikia-Homepage. Sowas wie Wikipedia, kennt ihr sicherlich. Selbst gemacht. Und da kann man... Das ist wirklich alles nur über Zombie-Videos. Das heißt also, die ganzen Waffen, die dort angezeigt werden... sind nur im Zombie-Modus enthalten. Also so andere Waffen, die es im Zombie-Modus nicht gibt, wie zum Beispiel die M60, das ist dieses leichte MG, was ziemlich viel hohen Anschaden macht. Das habe ich da nicht angegeben. Weil wirklich alles nur purer Zombie ist. Die Geschichte, die Waffen, die Wunderwaffen und die Helden und die Karten, die Perks. Und was weiß ich. Aber das möchte ich jetzt natürlich euch auch zeigen. Also, gehen wir mal kurz auf meinen Mozilla. Ich nehme das jetzt gerade auf hier. Das ist ein Vollbildmodus, nehme ich das hier auf. Dann könnte das ein bisschen dauern. Da klicke ich mal auf Google und klicke auf DE. Da haben wir es schon. COD Zombies. Wikia.com. Bisschen doof die Adresse, aber ich werde es euch natürlich auch nochmal ins Video verlinken und ja. Letzte Aktivitäten. Upsala, der geht nochmal kurz zurück. Inhaltsverzeichnis. So, so wird das dann aussehen, wenn ihr die Seite besucht. Habe ich jetzt schon ein bisschen, den Grundbaustein habe ich schon mal angelegt. Die Bilder habe ich natürlich auch selber gemacht, also zwar nicht hundertprozentig selber, aber so wie die jetzt aussehen, so werdet ihr sie nirgendwo finden. Ja, willkommen im Blablabla, warum diese Seite und dann noch die ganzen Themen in der Übersicht. Alles schon mal gemacht hier, das ist der Grundbaustein, wie gesagt. Was ich nun mit Grundbaustein genau meine, ist zum Beispiel, ich zeige es euch mal kurz. Ich gehe jetzt mal kurz hier auf das Inhaltsverzeichnis und gehe auf alle Zombie-Waffen. Da wird automatisch hier oben in eurem Internetbrowser wird es dann so hoch angezeigt wie irgendwie möglich und da alle Zombie-Waffen stehen da. Wenn ihr natürlich jetzt auf Dings klickt, auf Mitglieder der Gruppe 935, dann blick, ist jetzt die, ja, was ihr gerade angeklickt habt, ganz oben. Ach, kurz nochmal die Aktivität hier. Also, wenn ihr wissen wollt, was ich zuletzt alles auf dieser Homepage gemacht habe, dann geht ihr einfach, scrollt ihr ganz nach unten. Hier steht dann letzte Aktivitäten und da steht dann alles wirklich der kleinste Piss, den ich hier gemacht habe auf der Homepage. Ob nun ich eine Kategorie neu gemacht habe, angelegt habe oder irgendwas bearbeitet habe oder irgendwas aktualisiert habe oder. Ich klicke jetzt auf alle Zombie-Waffen. 10 Sekunden kurz mal ruhig gewesen. Wer hat's gedacht? So, und jetzt finden wir wieder ein Inhaltsverzeichnis mit neuen Sachen drin, wie die Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, leichte MGs, alle Waffen halt, die es im Zombie-Modus gibt, die habe ich ja auch schön aufgelistet. Nicht alle, ich weiß, es fehlen noch ein paar, zum Beispiel bei World at War, da fehlt jetzt zum Beispiel, muss ich kurz mal überlegen, zum Beispiel die M1897 Trench Gun, das ist schon mal ein Fehler, weil die, das heißt nicht Trench, sondern das heißt Schrotflinte. Im Englischen würde das Trench Gun heißen, aber im Deutschen ist es ja eine deutsche Seite und ich mache vom deutschen Spiel Black Ops natürlich die Seite, da muss auch alles auf Deutsch sein, weil das originale Wort haben. Also irgendwann ändere ich das natürlich nochmal.
Jetzt fehlt hier zum Beispiel abgesägte Schrotflinte, die man bei Verrückt bekommen kann. Die fehlt da jetzt zum Beispiel, also... Ja. Jetzt kurz mal zur Seite nochmal. Weiße Wörter seht ihr natürlich überall. Das ist ja da die ganz normale Schrift. Und dann seht ihr teilweise noch so blaue Wörter, wie gerade die PM63. Das sind Links. Wenn ihr da draufklickt, werdet ihr weitergeleitet. Zu einer neuen Seite, zu einer neuen Kategorie. Ja. Hallo. Könnte sein, dass ihr es gerade hier, wie gesagt, ich im Vollbildmodus auf oder laggt mein PC so ganz ziemlich. Unten sind ziemlich viele Programme auf, weiß ich. Geht auf! Ah, verbinden. Aha, PM63, kurz Zombies. Okay, da muss ich mal ein bisschen nachhelfen. So, da haben wir jetzt auch schon. Hier habe ich jetzt auch schon die PM63 gemacht. Das war die erste Waffe, die ich bis jetzt gemacht habe. Das werdet ihr jetzt natürlich auch sehen. Das ist fast noch live hier, was ich gerade mache. So sieht die Homepage gerade wirklich aus noch. Bilder natürlich, Videos. Die Videos, die ihr hier seht und die Bilder auch, die mache ich auch alles selber. Die Bilder sind hauptsächlich hier aus dem Beispielvideo. Dass die Beispielvideos gehen von den Waffen auch teilweise meistens nur so 2 bis 3 Minuten. Wo ihr die Waffe halt in Aktion erlebt. Die Videos habe ich natürlich auch selber aufgenommen. Ihr seht also mich, wie ich da gerade die Zombies abknalle dann. Kurzer Test. Systemverteidigung deaktiviert. Jetzt hört ihr auch Ton und so. Ja, das sieht halt so aus. Ihr könnt das natürlich auch im Vollbildmodus machen. Und ihr könnt natürlich auch auf YouTube drauf gehen. Was? Also HDR-Available in Voll... Ja. Ja, und dann weiter. Und dann die verbesserte, die gepanschte Waffe, die Version dieser Waffe, findet ihr dann alte ein bisschen weiter runter. Und dann auch wieder Bilder und auch ein schönes Video, wie ihr diese Waffe schön in Aktion erlebt. Dann nochmal ein Urteil, was ich geschrieben habe, wo ich die Waffe selber beurteilt habe und ein bisschen ein paar Tipps und Tricks gebe, ob man die sich nun kaufen sollte oder nicht. Peng, peng. Das hätten wir auch. Und es kommt natürlich noch viel mehr. Das ist jetzt nur der Grundbaustein. Also, was ich jetzt schon mal gleich vielleicht ein bisschen enttäuscht sein könntet, wenn ihr nur auf die Mittelliga 935 geht oder auf den Ursprung der Zombies zum Beispiel, dann ist hier auch noch alles weiß geschrieben. Das heißt also, ihr seht, wer da zwar mitgemacht hat, aber ihr wisst nicht, immer noch nicht genau, wer, wieso, weshalb, warum und wer dieser Clown überhaupt war. Das seht ihr natürlich jetzt nicht, weil ich das nun noch alles machen muss. Arbeiten tue ich auf dieser Homepage meistens abends, weil da bin ich auch erst zu Hause. Und dann auch nur eine Stunde ungefähr und da schaffe ich vielleicht 1, 2 Kategorien neue. Also, wenn ich zum Beispiel 2 neue Waffen gemacht habe. Geht ein bisschen schleppend voran natürlich, wenn ich frei habe, dann geht es natürlich ein bisschen flotter voran. Ja. Yeah. Aber wann habe ich das schon mal? 6 Tage die Woche arbeiten, das ist für ein Scheiß. Stimmt gar nicht, 5. Montag bis Freitag. Samstag, Sonntag frei. Allerdings nur alle 2 Wochen. Weil ich ja teilweise Samstag auch arbeiten muss. Ja. Ja, und da kommt natürlich noch viel mehr. Unter anderem werde ich dann später auch nochmal Tutorials machen, wie ihr zum Beispiel auf Kino der Toten, Ascension, auf all den ganzen Zombie-Maps richtig profihaft spielen könnt und wo ihr das dann lernen könnt, abgucken könnt und ihr dann richtige Meister seid für alle Leute, die jetzt nicht ganz so gut im Zombie-Modus sind oder so. Es sind vielleicht auch für Profis teilweise auch mal ein paar gute Tricks dabei, weil es gibt da wirklich so ein paar gute Sachen, da die kennt wirklich noch, finde ich, viele Leute. Das werdet ihr alles sehen. Ihr werdet, also, ja. Ich glaube, ich habe alles gesagt jetzt eigentlich. Und ich werde natürlich, es ist eine reine Überraschung. Ihr werdet jetzt also nicht jetzt... Ihr solltet jetzt also keine Kommentare schreiben wie bitte macht das als nächstes oder macht diese Waffe als nächstes oder macht das Zombie-Projekt als nächstes oder so. Da müsst ihr euch überraschen lassen, denn ich mache das, worauf ich am meisten Bock habe gerade. Das ist erstmal gerade diese Zombie-Waffen, die mache ich gerade am liebsten irgendwie. Als nächstes werde ich wohl die MP5K machen. Wenn ihr dieses Video hier seht, werde ich wahrscheinlich entweder essen oder werde dabei sein, die MP5K zu machen, die Seite. Und sobald die dann fertig ist, seht ihr es dann als erstes zur Aktivität unten und ihr werdet dann auch sehen, dass die Schrift hier bei der MP5K blau ist, sodass ihr dann da draufklicken könnt. Ja, Leute, das war's eigentlich. Ich hoffe, diese Überraschung gefällt euch. Ich glaube, das ist sogar noch viel besser, als ein Video zu machen. Weil jetzt könnt ihr auch noch alles selber nachlesen. Und.
Ich weiß nicht, wie viele Leute euch von, wie viele Leute von ihr euch die Wikia-Seite kennt. Ich gebe dir davon schon tausende Seiten, Exemplare. Da, wo man sich auch einfach relativ einfach eine neue Seite erschaffen kann. Ist eine nette Sache. Allerdings ist das natürlich erstmal so voreingestellt, dass jeder die Seite bearbeiten kann. Also solltet ihr jetzt euch hier jetzt reinbegeben, steht bei euch auch dieses Bearbeiten hier oben. Und ihr könnt da draufklicken und wirklich alles editieren. Ihr könnt alles löschen, ihr könnt irgendeine Scheiße da reinschreiben und das abspeichern. Und das wird sogar gespeichert. Das heißt, der Administrator, sprich ich, der Erschaffer dieser Seite, muss das dann erst noch nachlesen. Und wenn das totaler Schwachsinn ist, kann ich das auch rückgängig machen. Aber wenn natürlich dann auf der Seite über 1000 Leute mal sein sollten und dann wären da 5 Vollidioten sind das, die sich da irgendeinen Spaß erlauben und eine Scheiße da reinschreiben. Ne, ich bin nur abends zu Hause, da spricht die Hölle aus. Darum, für alle Leute, die das vielleicht kennen, so, ich habe da alle Seiten geschützt. Das heißt, niemand kann darauf was verändern. Also nicht, dass jemand auf dumme Gedanken kommt. Weil ich glaube, das muss auch niemand verändern, weil ich schaffe das, glaube ich, alleine. Vor allem, ich würde, glaube ich, es ist ja so, wie ob ich mein YouTube-Passwort jedem geben würde. Ja, so, jetzt habe ich wirklich alles gesagt. Ich hoffe, könnt ihr reinschreiben jetzt hier auf das YouTube-Video, wie die Seite vielleicht ist. Aber auf diese Diskussion habe ich mich noch nicht so richtig abgefunden. Keine Ahnung, wie das genau läuft. So lange bin ich hier noch nicht drauf. Jo! Könnt euch selber ein bisschen rumstöbern, auch wenn es noch nicht allzu viel gibt. Bis jetzt habe ich, glaube ich, erst die PM63 wirklich gemacht. Zombie-Helden und nicht Zombie-Projekte. Aber es ist halt nur noch alles die... Ja, lass dich überraschen. Ich versuche heute vielleicht 2 oder 3 Seiten fertig zu machen. Morgen kriege ich auch nochmal 2, 3 Seiten vielleicht fertig, weil ich morgen frei habe, Mittwoch, aber dafür muss ich natürlich Samstag arbeiten diese Woche. Werde ich heute also schon ein bisschen reinhauen können, ein bisschen länger wach bleiben, weil ich weiß, dass ich morgen frei habe und auch schlafen kann. Und werde natürlich morgen auch nochmal fitter sein abends und werde im Verlauf des Tages morgen auch nochmal ein paar Seiten hinzufügen. Der Rest wird sich dann zeigen. Also Leute, haut rein, wir hören uns. Ich hoffe, ich schaff's irgendwann demnächst mal wieder ein Zombie-Video zu machen. Wir hören uns. Bis demnächst.